Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ja, ich muss mich entscheiden. Und zwar... ja, für wen entscheide ich mich? Ob ich jetzt zur Inquisition gehe oder bei den Eingeborenen bleibe? Ich habe mich entschieden für die Inquisition. Und zwar... ey, es ruckelt. Warum ruckelt es? Okay. Warum habe ich mich für die Inquisition entschieden? Im ersten Teil habe ich mich gegen die Inquisition entschieden, deswegen ist das eigentlich schon bald ein Grund, mich jetzt mal für die Inquisition zu entscheiden. Andererseits möchte ich aber auch von dem Voodoo nichts lernen. Und da diese ganzen hier ja auch gegen Voodoo sind, habe ich mir gedacht, komm, ich werde mich für die Inquisition entscheiden. Ne? Ich soll also für euch arbeiten. Ich erwarte deine Entscheidung. Gut. Ich kämpfe mit euch, nicht mit den Molukken. Also dann? Ich habe zusammen mit Alcazar ein paar Männer ausgewählt, die dich begleiten. So, so. Obwohl du den Bericht noch gar nicht kanntest. Als Kommandant der Inquisition gehört es zu meinen Aufgaben, vorbereitet zu sein. Verstehe. Okay. Welche Männer kommen mit mir? Alcazar hat seine Befehle erhalten. Er wird dich unterrichten. Geh zu ihm und dann versammle deine Leute. Und noch was. Es kann nicht schaden, wenn du auch mit einer Muskete kämpfst. Ich habe Webster bereits informiert. Er wird dir eine Muskete aushändigen. Er ist ein guter Schütze. Also lass dich von ihm trainieren. Sauber! So gut. Okay, 35 Diebesgut brauche ich dafür. Wie viel habe ich denn mittlerweile? 20. Oh, nee, scheiße. Da fehlt noch... boah, da brauchen wir ja fast noch 1300. Gut, dann holen wir uns jetzt aber erstmal die Muskete. Vier Musketen gegen Crow, befreit so und so. Okay. Dann erstmal zu Webster die Muskete abholen. Gut. Tja, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Aber ich glaube nicht, dass es so schlecht ist. Das ist Tito. Wo ist denn Webster? Sebastiano sagt, ich kann mir hier eine Flinte besorgen. Hm, hab schon gehört, dass du für uns arbeitest. Freut mich. Gute Männer gibt es hier draußen viel zu wenig. Also ich habe hier ein paar ganz ausgezeichnete Stücke im Angebot. Alles erstklassige Qualität, nicht so ein Schrott, den sie den Rekruten in der Ausbildung geben. Bekomme ich keine umsonst? Nein. Musketen gibt's nur für unsere Jungs umsonst. Ja! Zeig mir deine Ware. Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Okay, 750 Gold geht dann ja eigentlich schon. Würde ich ja echt noch bald die Piratenbüchse nehmen. Boah. Kann mir ja noch auch nochmal Schrot holen. Scheiß drauf, Gold hatten wir jetzt genug. Ich will was lernen. Ich will was lernen. Kannst du mir was beibringen? Klar, schließlich bin ich Büchsenmacher. Das könnte ich dir zeigen. Außerdem bin ich ganz gut mit der Pistole. Wenn du willst, zeige ich dir auch das. Ich will... Feuerwaffen 6... Feuer... Na, lassen wir das erstmal. Ich will mir jetzt erstmal die Muskete angucken. Wo habe ich sie, wo habe ich sie? Benutzbare... ne, auf alles, so... Ach du heilig Blechle. Sauber. Haben wir nun also eine Muskete. Gut, 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 gut. Dann reden wir mal mit ich will immer Alcatraz sagen, obwohl der Alcazar heißt. Egal, jetzt haben wir wenigstens mal echt eine vernünftige Knarre. Die Pistole habe ich vorne drauf. Oh, super, jetzt habe ich richtig viel. Ich bin gut ausgerüstet und hier kriege ich einen Kollaps bei. Sebastiano schickt mich. Hab schon gehört, dass wir jetzt mit Piraten zusammenarbeiten. Und?
Hast du den Kommandanten überreden können? Ja, du sollst mehr Leute mitgeben. Das war abzusehen. Ich habe genau die richtigen für dich. Ausnahmslos kampferprobte Soldaten, Meister ihres Fachs. Wenn du sie in den Griff bekommst, gibt es keine besseren. Was heißt in den Griff bekommen? Sagen wir mal so, Disziplin ist nicht gerade ihre Stärke. Aber jemandem wie dir wird es bestimmt nicht weiter auffallen. Also mach dir keinen Kopf um Dinge, die du nicht verstehst. Wen kannst du mir mitgeben? Bartolo, Venturo, Martinez und Sancho. Die kann ich erübrigen. Von allen anderen lässt du deine Finger, verstanden? Hab verstanden. Wo finde ich Bartolo? Ich hoffe doch im Haupthaus, in den Schlafräumen. Er soll dort die Stiefel putzen. Das sind ja geile Qualifikationen. Wo finde ich Martinez? Bei Tito, er hat Strafdienst und hilft deshalb bei der Versorgung der Stadt. Sauber. Was hat er denn angestellt? Er hat sich nachts davongeschlichen und seinen Dienst vernachlässigt. Unerlaubtes Entfernen von der Truppe also. Ja. Anschließend hat er noch die Frechheit besessen, zu spät zum Dienst zu erscheinen. Ich hoffe, Tito lässt ihn den Schweinepferch ausmisten. Oh Gott. Wo finde ich Sancho? Er ist auf Patrouille. Den wirst du wohl suchen müssen. Keine Ahnung, wo er sich gerade aufhält? Frag bei Torres am Außenposten nach. Ab und zu machen sie dort Halt. Als ob der mir noch was sagen würde. Oh Mann. Wo finde ich Venturo? Mach gefälligst die Augen auf, bevor du meine Zeit verschwendest. Er wird sich hier schon irgendwo rumtreiben. Bäh, du hast hier viel zu tun. Machst die ganze Zeit nix. Ekelhaftes etwas. So. Protektor, ne? Okay, was haben wir dann? 4 Musketen gegen Crow. Naja. Hihi. Ich klaue Bier. So, ich würde aber mal sagen, wir gehen zum Piratenturm. Und berichten Stahlbart erstmal davon. Ne? Ich weiß jetzt, was Crow vorhat. Und? Er will im Tempel der Erde einen Titan wecken. Sie nennen ihn den Zorn der Götter. Die Shaganumbi helfen ihm dabei, weil sie Angst haben, dass der Titan sie sonst angreift. Dieser hinterhältige Drecksack. Glücklicherweise sind nicht alle Shaganumbi auf seiner Seite. Verstehe. Das hast du gut gemacht. Sieht so aus, als müssten wir uns beeilen. Geh und besorge uns Unterstützung. Mach ich. Gut, den Rest sag ich ihm später, wenn ich die Unterstützung auch habe. Der Protektor Venturo konnte mir was über Crow erzählen. Er hat sich mit einigen Eingeborenen im Tempel der Erde verschanzt. Hm, verstehe. Was wirst du jetzt tun? Ich höre auf deinen Vater und hole Unterstützung. Dann pass auf dich auf und mach keine Dummheiten. Machst du dir etwa Sorgen? Nein, ich habe bloß keine Lust, hinter dir herzuräumen. Ich kann dich auch gut leiden, Patty. Sieh dich einfach mal etwas... Ja, Patty. Ja. Dann suchen wir mal unsere zukünftige Unterstützung. Einer der Yala-Yalas. Jetzt hängt es kurz. Da ist ja Venturo, du... Ah, klar, am Saufen. Oh, Mann. Ich stelle einen Trupp gegen Crow zusammen. Du bist dabei. Ich? Gegen Crow? Ja, das gefällt mir. Wo sammeln wir uns? Oben, vor dem Haupttor. Dort wartest du, bis ich alle zusammen habe. Von dort aus gehen wir dann los. Ei, ei. Wir sehen uns am Sammelpunkt. Wir sollten nicht zu lange warten. Sag den anderen Bescheid. Tschüss. So, dann die Nächsten. Wen haben wir denn? Venturo, Bartolo, wo... Oh. Sebastian, oh toll, als ob ich jetzt hier dann irgendeinen damit finde, dann kann ich die Markierung auch wegmachen. So, der nächste müsste bei diesem Schweinekerl sein. Hallo, Venturo, back dich nicht durch mich durch. So, das ist Arbeiter, das ist Benito. Hawkins müssen wir ja auch noch befreien, aber dafür brauche ich erst mehr Skill, also mehr Punkte.
Cooper, die saufen hier alle nur. Das sind Arbeiter, alles nur gezähmte Warzenschweine. Ich suche Martinez. Er ist nicht hier. Und ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt. Wieso? Gibt es ein Problem? Sollte er nicht den Pferch ausmisten? Ach, das kann auch mein Molucke machen. Nein, ich habe ihn auf die Jagd geschickt. Das Fleisch ist ein bisschen knapp. Deshalb dachte ich mir, es ist besser so. Wenn du was von ihm willst, musst du wohl nach draußen. Sag mir einfach, wo ich ihn finde. Ich vermute unten im Tal, direkt vor der Stadt. Vielleicht weiß Eusebio mehr. Schließlich muss er da durch. Toll. Sancho. Irgendwo bei Torres oder Bartolo. Boah, nee. Einer ist in den Schlafräumen. Mal gucken, ob wir den wenigstens finden. Es ist doch hier wieder ein Gesuche. Kein verlässliches Personal. Ich könnte mir die Haare raufen. Dafür. Ich habe einen Auftrag von Kommandant Sebastiano. Du wirst mich begleiten. Worum geht's? Ich brauche deine Schießkunst. Na schön. Gib dir nur einen winzigen Haken an der Sache. Watasse. Was ist los? Meine Flinte ist weg. Was soll das heißen, deine Flinte ist weg? Nun ja, ich habe bei Webster daran gearbeitet. Den Abzugsbügel erneuert, den Lauf gezogen, das Korn neu justiert und später dann war sie weg. Wie sieht deine Flinte aus? Naja, wie so eine Steinschlossflinte halt aussieht. Lauflänge 96, Rotbuchschaft, mit Messingabschluss, kein Bajonett. Was ist mit der Flinte passiert? Nun, ich hatte sie fertiggestellt und wollte feiern. Eusebio hatte ein paar Flaschen Wein, also haben wir uns nachts ans Feuer gesetzt und getrunken. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, war die Flinte weg. Oh, nee. Du kennst dich mit Waffen aus? Naja, ich hab's halt mal gelernt. Aber dann wurde ich eingezogen. Bist du gut genug, um mir was beizubringen? Tja, also wenn's ums Zusammenbauen von Musketen geht... Ja, da könnte ich dir schon was zeigen, aber... Aber was? Ich weiß nicht, ob ich das darf. Sebastiano vertraut mir. Du hast recht. Wenn selbst der Kommandant dir vertraut, wird er wohl nichts dagegen haben. Dass der Kerl hier hinten so ruhig schlafen kann, während wir uns hier unterhalten. Lass dir eine andere Flinte geben. Jeder Protektor ist für seine Flinte verantwortlich. Es gibt keinen Ersatz. Dann nimm dir einfach eine andere. Du stellst dir das so einfach vor. Aber selbst du kannst nicht einfach jemanden umhauen und ihm die Flinte abnehmen. Das funktioniert nicht. Stimmt, sonst hätte ich schon endlich mal jemanden entwaffnen können. Jetzt muss ich seine scheiß Flinte suchen. Glaube ich ja jetzt nicht. Wo ist Eusebio? Das ist viel schlimmer. Boah, nee. Jetzt darf ich auch noch Flinten suchen. Eusebio. Mal gucken, wo ich den Kerl finde. Wer bist du denn? Ah! Okay, okay. Gut. Mal da gucken. Also, dann geht's da jetzt weiter. Das ist Cooper, das ist Webster, das ist Dings. Ich suche die Flinte von Bartolo. Ich hab mir schon gedacht, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. Ist ja auch ein Witz. Wieso? Wieso, wieso, wieso? Er hat Ewigkeiten dran rumgebastelt. Gehärtete Schlossplatte, gezogener Rundlauf, Messingkorn. Und dann verschwindet sie. Tja, wenn man nichts verträgt, sollte man nicht die ganze Nacht saufen. Oh Gott, der hat jetzt so viel zu labern. Dann mache ich jetzt hier erst einen Schnitt und in der nächsten Folge reden wir dann mit Webster. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen 2. Tschüss!